Ja, servus meine Damen und Herren. Heute geht's darum, dass ich ein paar Leute gefragt habe. Ich habe ihnen folgende Frage gestellt. Wie würdest du reagieren, wenn dein Partner Bilder des anderen Geschlechts liked und noch unter diese Bilder Dinge schreibt, wie, ja, Komplimente zum Aussehen. Hübscher, schöner, süßer und so weiter und so fort. Ja, das Ganze nach dem Intro. So, servus und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Themen-Commentary. So, mir ist vor einigen Tagen etwas in den Kopf gekommen. Ich habe mir da ein paar Tage lang Gedanken drum gemacht. Ob es jetzt mit mir persönlich was zu tun hat oder nicht, bleibt jetzt erstmal, ja, eine Sache, die ich jetzt ausblenden möchte. Jedenfalls habe ich mir ein paar Meinungen eingeholt, weil mich das Thema doch schon sehr interessiert. Weil man halt viel in den Medien hört, im TV hört, da hört, hier hört und gesellschaftlich hört man da auch vieles. Deswegen habe ich mir mal, ja, ein paar Leute zur Seite genommen und habe die gefragt, also generell einfach so in WhatsApp angeschrieben und so. So, die Frage war, also ich habe erstmal einen Satz formuliert und dann kam die Frage, ich habe den Satz, also beziehungsweise folgenden Satz formuliert: Du bist vergeben. Du bist in einer Beziehung halt und dein Partner liked andere Bilder des anderen Geschlechts. So. Und liked von einer bestimmten Person mehrere Bilder und setzt da ein Kompliment drunter und so ein Smiley, also so ein Kuss-Smiley halt quasi. So, wie reagierst du und warum reagierst du so? So, die Hauptfrage ist ganz klar, wie reagierst du? So, und ich habe dann gedacht, komm, du musst es mal ein paar Leuten schicken und mal mit denen ein bisschen drüber reden, so. Weil ich mir halt generell mal ein paar Meinungen einholen wollte, so wie die Leute so ticken. Pass auf. Ich habe, ja, insgesamt 15 Leute gefragt. Und 14 von 15 hatten eine, ja, negative Reaktion. Also was heißt negative Reaktion? Doch schon eine negative, also die haben eher negativ reagiert. Und eine Person davon hat mir sogar einen netten Spruch gesagt, so, den ich auch gefeiert habe. Also 14 von 15 Personen haben gesagt, da ich ein dezent eifersüchtiger Mensch bin, würde es mich schon leicht ankotzen. Ich wäre eifersüchtig und würde die Person fragen, wer diese Person ist, wo sie halt die Bilder geliked hat und bla bla. Und warum sie das tat. So, eine Person von den 14 besagten Personen, die halt negativ reagiert haben, hat mir gesagt, da gibt es sogar einen guten Spruch. Wenn man sein Herz für eine bestimmte Person öffnet, schließen sich die Augen automatisch für alle anderen Personen. Der Spruch ist ein bisschen so, also wenn man jetzt ein bisschen, ja, negativ denkt und so und generell so auf der Schiene fährt von wegen Eifersucht, auch dezenter Eifersucht ist scheiße, so dann findet man den Spruch komplett übertrieben und scheiße. Aber ich persönlich finde den Spruch doch passend, es ist ein netter Spruch. So, klar, da kommen bestimmt wieder die Leute an und denken oder beziehungsweise sagen, aber wenn man vergeben ist, darf man auch Leuten hinterher schon. Ja, darf man. Weil man geht ja nicht direkt fremd. So. Das ist ein ausgezeichnetes Thema. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Wie ihr reagieren würdet und warum ihr so reagiert. So. Eine Person von diesen 14 Personen, die was Negatives gesagt hat, also die negativ reagiert hat, sagte zu mir, da können Leute ankommen und können sagen, ey, das ist viel zu eifersüchtig, wie du reagierst. Viel zu eifersüchtig. Und
Na, da gemeint, wenn zu mir jemand ankommt und sagt, du bist viel zu eifersüchtig, dann würde ich ihn fragen, ob er behindert ist und ob er überhaupt weiß, was Liebe ist. So, dann bekam ich die Gegenfrage gestellt, wenn ich in einer Beziehung bin, finde ich dann andere Personen hübsch? Auf die Frage wusste ich jetzt nicht direkt eine Antwort. Ich habe gesagt, nur weil ich jetzt in festen Händen bin, heißt es noch lange nicht, dass auf einmal alle anderen Personen automatisch hässlich werden, so. Aber, jetzt kommt das große fette Aber. Wenn man Menschen Komplimente macht, dann möchte man nett sein. Wenn man jetzt Komplimente macht, die was mit ja, Äußerlichkeiten zu tun haben, so. Wegen du bist hübsch, du bist toll, du bist schön, du bist süß, du bist sexy, du bist heiß und hot und bla und blub. Wenn man das tut, vor allem in der Öffentlichkeit, man kann es jetzt nicht flirten nennen. Teilweise ja, teilweise nein. Aber es geht doch schon in die Richtung, dass man sagt, gut, anscheinend möchte man ja eine Meinung. Vielleicht möchte man hören, naja, du bist auch hübsch. Vielleicht möchte man dem einfach nur ein Kompliment machen, damit er vielleicht denkt, okay, gut, gut. Sie hat mich jetzt gerade angebaggert. Man weiß es nicht. Ich persönlich habe es gefeiert. Jetzt kommt auch der spannendste Teil. Der 15. Kandidat, also er war nicht der letzte Kandidat, der das gesagt hat, aber unter anderem war er einer der letzten, den ich gefragt habe. Also die Person war eine der letzten Personen. Und die hat gesagt, nein, ich würde mich nicht aufregen. Warum auch? Man kann doch den Menschen draußen Komplimente machen. Nur weil ich jetzt eine andere Person hübsch finde oder auch hübsch finde, heißt es noch lange nicht, dass ich den Partner, den ich liebe, nicht mehr hübsch finde. So, weil es ja nicht beim Staffellaufen ist, wo man quasi diese, ja, keine Ahnung, dieses gewisse Etwas dann abgibt, nur weil man dann sagt, okay, gut. So, das war eine Antwort, die ich quasi schon auch gefeiert habe, weil er schon recht hatte. Also die Person hatte recht damit, was er sagt. Aber dennoch ist es ein krasses Diskussionsthema. Vor allem, wir leben momentan im 21. Jahrhundert. Wir leben in einer Zeit, wo jeder jedem Komplimente macht und sich und Leute sogar von großer Liebe sprechen, selbst wenn sie 1000 Millionen Kilometer auseinander entfernt wohnen und sich niemals im Leben getroffen haben, was ich persönlich auch wieder ein bisschen, ja, ne, unnötig finde. Aber, ja, die Frage hat mich ein bisschen gereizt und deswegen habe ich mir gedacht, ich stelle die Frage jetzt mal. Ja, jetzt nochmal die Frage an euch. Bla 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 bla. Wie würdet ihr reagieren und warum würdet ihr so reagieren? So, jetzt noch eine Zusatzfrage. Würdet ihr euch trauen, dem Partner zu sagen, hey, ich finde das nicht so ganz klasse? So. Oder würdet ihr sagen, nee, ich will die Beziehung nicht aufs Spiel setzen oder nicht herausfordern, dass die Person von mir denkt, ich bin eifersüchtig und ich klammer gerne und ich bin anhänglich und ich bin so ein krankhaft eifersüchtiger Freak. Was würdet ihr tun? Das ist die Frage an euch. Klar, mir wurde die Gegenfrage dann auch gestellt von den Leuten und ich habe gesagt, egal um was es geht, man sollte keinem das antun, was man selbst nicht möchte. So. Heißt im Prinzip, wenn ich persönlich nicht möchte, dass wenn ich vergeben bin, dass der Partner dies und das und jenes macht, dann sollte ich es auch nicht tun. So. Wenn man jetzt aber hingeht und sagt, das ist mir alles scheißegal und jo, ich mach's dann jetzt auch, weil mir es ja auch scheißegal ist, wenn der Partner irgendwelche Bilder kommentiert und Komplimente setzt und flirtet und so, mir ist sowas egal, ich mach sowas ja auch. So, dann sollte man sich doch umhören und mit dem Partner reden, ob der das auch cool findet. Weil wenn der das nicht cool findet, entsteht ja ein Unterschied. Und dann kann man immer noch sagen, gut, die Beziehung ist nichts mehr,
weil man ja in gewissen Punkten unterschiedlich denkt. Es ist zwar kein Grund, um Schluss zu machen, aber es ist ein Grund, um nachzudenken und sich zu hinterfragen, ist es das wirklich? Weil man sollte ja auch wirklich zusammenpassen, auch von den Meinungen her, nicht von zu Eigenschaften oder sowas, sondern auch von der Meinung her. So, das Video ist hier zu Ende. Ich habe mich so kurz wie möglich gefasst, tut mir leid, dass es trotzdem fast 11 Minuten wurden. Wie gesagt, die Frage ist, wenn ihr vergeben seid und euer Partner liked andere Bilder vom anderen Geschlecht und kommentiert die noch mit Komplimenten und Kuss-Smilies, wie reagiert ihr und warum reagiert ihr so? Das schreibt ihr nach diesem Video unten in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Ach ja, stopp, bevor ich es noch vergesse. Ich habe mir gedacht, damit ihr mir das auch glaubt, so werde ich jetzt mal, ja, 2-3 Memos abspielen lassen, weil es ja über Memo ging, damit ihr mir das auch glaubt. Die Person habe ich auch in Kenntnis gesetzt, dass ich die Memos auch abspielen werde. Und ja, da werde ich mal gleich ein paar Memos drauf machen. Ja. Ja, das ist irgendwie scheiße, weißt du? Ich meine, erstmal würde ich dann auf Facebook gucken, ob sie überhaupt irgendwas drin hat. Ob sie drin hat in einer Beziehung mit mir, also sprich mit Marcel. Ob sie ein Bild von uns drin hat, ob sie generell irgendwas drin hat. Wenn nicht, dann würde ich halt nach der Zeit einfach zu meiner Freundin gehen und sagen, ja Schatz, guck mal, ich hab das gesehen, so und so. Wer ist das? Warum machst du das? Und ja. Meine Freundin sitzt gerade vor mir und ich war gerade richtig auf 180, bis ich bemerkt habe, dass das metaphorisch gemeint ist. Also, jetzt weißt du, wie ich reagiere. Also, hallo erstmal. Also du bist vergeben, dein Freund liked immer die neuesten Bilder von einer Person und schreibt überall bei jedem Bild hübsch hin. Wie reagierst du? Und warum reagierst du so? Naja, also das ist eine Sache, das geht gar nicht für mich. Auch wenn das jetzt vielleicht komisch ist, aber ich habe da letztens so einen Spruch gelesen, der passt ganz gut und zwar wie ging der denn? Wenn du dein Herz für einen Menschen öffnest, oder zum Beispiel, nee, ich glaube, der ging anders. Wenn du dein Herz für einen Mann öffnest, dann schließt du deine Augen für alle anderen Männer. Und dann gehört für mich in einer Beziehung einfach nicht dazu, in Facebook eine Person zu stalken und alle neuesten Bilder zu liken und dann auch noch so einen Kommentar von wegen hübscher oder so. Wenn mein Freund das machen würde, ich würde schon richtig abgehen und würde fragen, was die Scheiße soll. Also für mich gibt es da überhaupt keine Toleranzgrenze. Also ich würde auf jeden Fall den fragen, was das soll und warum er das macht und ob er es richtig finden würde, wenn ich genau dasselbe machen würde.